Hallo und herzlich willkommen zu Mist oder Leben auf dem Land oder wie auch immer mit der vergesslichen Tante. Weil ich schon wieder nicht weiß, was Plan ist. Erst mal gucken hier. Ich muss erst mal mich oriental. So, Moment. Wartet mal. Wir werden erst mal hier diesen Krempel aufeinander stecken. Was hatten wir? Wir wollten einen Tanning Rack bauen, ne? War da nicht was? Da war was, ne? Genau, wir brauchten nämlich noch eins für unser zweites Leder. Ne, hier, Tanning Rack. 8 Nägel, 8 Bretter. Kriegen wir das hin? Nägel haben wir noch 11. Das ist okay. Und Bretter haben wir noch 6 Stück. Und hier ist das Leder. Das können wir dann gleich mal mit rausnehmen. Würde ich nämlich sagen, dann nehmen wir uns 2. 2. Dingel die Bums, Baumstämmlers und dann gehen wir erstmal wieder rein. Ich mache das nicht draußen. Das mache ich nicht. Bretter. Auch die Säge haben wir noch einstecken. Sehr schön. Oh oh. Wir haben ein bisschen viel Durst, würde ich sagen, oder? Ne, Moment mal. Hier hinten war das, ne? So, warte. Trinken noch. Dann werde ich die beiden Flaschen wieder auffüllen. Okay. Und ja. So. Gut, und die kommen auch gleich wieder in den Schrank zurück. Na, sonst haben wir sie im Inventar und ich weiß nicht warum. So, jetzt haben wir das. Mal gucken. Das Leder ist sicherlich auch schon fertig, oder? So, jetzt wollen wir nochmal gucken. Tanning Rack. Sehr nice. So, und das Ding da. Nee, das will ich nicht. Das kommt nach vorne. Moment. Jo, das stellen wir so dahin. Wunderbar. So, und dann packen wir das da jetzt rein endlich. Supi. Und wie sieht's hier aus? Nö, das ist erst zu 56%. So, unsere Karre, ne, die uns auf den Kopf gefallen ist, steht auch noch hier. Genau. Wollten wir die Karre nicht heimholen, die andere? Da würde ich nämlich sagen, ich rock das alles hier raus. Hunger haben wir jetzt auf einmal. Ist aber auch. So, die 4 Räder. Und den Sprit müssen wir noch abzapfen. Was? Wow. Das dauert genauso lange wie andere Dinge auch. Und da vergeht die Zeit langsamer als sonst. Na komm, mach hinne. Ja. Erstmal abbauen hier, ne? Ob wir das Holen jetzt noch schaffen. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Okay, bups, und da liegt es unten. Wunderbar. Sehr nice. Können ja einfach. Ne, Moment, Leute. Wir müssen echt erst was essen. Sonst. Boah, das ist aber auch schon durch, das Fleisch. Das sage ich euch aber. So. Brett zu. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen. Oh, jetzt habe ich doch gedacht, da hinten steht jemand. Und wenn wir es schaffen, da weiß ich noch gar nicht mal, wie wir da durch den Wald kommen, ne? Weil ich, ja, ne? Weil hier so viele Bäume stehen.
Wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Wow, jetzt wollte ich gerade sagen, was zur Hölle sind das für Geräusche? Aber das sind die Zombies, die da in der Hütte drin sind. Meine Herren. Da hinten ist er. Wenn ja die Banditen da nicht wären, ne? Dann könnten wir ja tatsächlich da auf der Straße entlang eiern, ne? Aber so, nö. Ich habe keinen Plan, ob wir es schaffen. Vor allen Dingen im Dunkeln heimfahren, leck mich. Ach, hier haben wir schon einen Motor drin, oder was? Okay, wir machen das jetzt einfach, ne? Augen zu und durch, echt. Oh, 6 Uhr. Komm, zieh. Mach hin. Da werde ich übernervös, ne? Wenn ich sehe, wie die Zeit rennt da. Und dann ist es womöglich dunkel und ich soll im Dunkeln heimfahren. Ich weiß, die Karre hat Licht, ne? Aber... So. Tank aufgefüllt. Das kann erstmal drinnen... Ja. Gut, gehen wir mal aus dem... Oh, alter Schwede. Ich weiß jetzt gar nicht. F, steig ein. So, wartet mal. Licht ist da. Ich weiß nicht, ob wir die Karre heimkriegen. Also so viel steht fest, ne? Ich werde mich schön langsam durch die Bäume eiern. Aber wenn die Karre hier womöglich dieselben Spirenzerchen macht, ne? Wie die andere Karre, ne? Nichts passiert und legt sich aufs Dach. Dann weiß ich es allerdings auch nicht. Das sage ich euch. Ich sehe nichts. Absolut nothing. Schön vorsichtig. Hier runter. So, und was? Was habe ich gemacht? Dass die Karre jetzt auf dem Dach liegt. Ich bin hier lang gefahren. Dann dreht er sich so rum und liegt hier auf dem Dach. Die wollen mich doch verarschen hier, oder was? Und was zur Hölle liegt denn da unten drunter? Ja, so macht's ja auch Spaß. Das kann ich euch sagen. Nee, das Licht aus. Licht aus? Achso, dann muss ich mich erst reinsetzen. Ach, ist das euer Ernst hier, Junge? Miss Survival. Mhm. Alter, was stimmt denn hier nicht? Alles wieder raus. Sorry, aber da bin ich wirklich alles andere als begeistert, ne? Wenn ich sehe, was hier so, ne? Da darf man nicht über einen Ameisenknochen fahren oder was. Und dann ist alles passiert. Doch alle verarschen. Ja, komm, zieh. Mach das Sprit wieder da zurück. Dann bleibt die Karre jetzt eben auf dem Dach liegen. Das ist mir jetzt auch... Alter, leg mich im Ärmel, es ist dunkel. Oh, scheiße. Nimm mal die Knarre in die Hand.
sehe überhaupt nichts, ne? Da läuft ein Zombie hinter uns, ja, kann das sein? Ich glaube, es geht los. Das hat sich voll gelohnt. Das hat sich voll gelohnt. Du weißt gar nicht, was ich zu sagen soll. Acht Uhr. Das hat sich gelohnt. Bett. Jetzt gehe ich schmollen. Hier, Brett zu. Bett. Ich weiß, man kann einen Wagenheber bauen, ne? Da war doch irgendwas, dass man die Karren wieder zurück auf die Räder kriegt. Ich höre gar nichts. Da war jetzt was. Okay, wir müssen aber noch 2 Stunden schlafen. 2. Sehr nice. So. So, dann will ich erstmal hier. Also, das darf einfach nicht wahr sein. Ernsthaft mal. Das weg. Eine Batterie kann raus. Federn, Steine, tralala. Das liegt alles noch hier drin, ne? Irgendwie war mir so. Nö, nö, nö. Das kann hier hin. Das kann da hin. Da hin. Blätter, Steine, Federn. Wo hatten wir denn den Krempel? Hier ist alles mit Holz voll. Wie sieht nicht der Mais hier rein? Na, 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 na. Federn. Hier noch ein paar Äste. Mal da. So. Ja, meine Lieben. Wir bauen auf und reisen nieder und singen dabei versaute Lieder oder irgend sowas. Jetzt können wir die Kiste wieder bestücken mit, ne? Ich muss hier gerade mal was gucken. Eine Schippe. Muni. Also hier nicht. Aber wartet mal, wir hatten doch hier Dings eingeschmolzen, ne? Jawohl. Und da wollen wir gleich mal gucken, ob wir hier, das ist doch Basic Craft. Geh mal da raus. Nee, hier doch nicht. Hier. Eine Hacke. 8 Bretter brauchen wir dafür. Raus da. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Brett. Da liegt ein Onkel. Da bist du hingefallen. Ja, die haben aber keinen Loot. Komisch. So. Hinein. Hier, da traue ich mich doch überhaupt nicht zur Mine zu fahren, weil wir können doch gar nicht auf der Straße fahren. Ne? Und wenn dann die Bäume im Weg stehen und wenn irgendwo ein kleines Kieselsteinchen irgendwo auf der Wiese liegt, dann liegen wir gleich wieder auf dem Dach. Dann haben wir die 2. Karre versemmelt. Das muss ich nicht verstehen, ehrlich. Oder bin ich einfach wirklich zu... Ach, die Säge hat sich im Wohlgefallen aufgelöst. Und entsprechend dem haben wir wahrscheinlich, ja, einen Baumstamm eingelöst. Das Spiel, ich kann euch sagen, ehrlich. Ich glaube, es geht los. Das sind alles hart erarbeitete
Ressourcen. So. Hier. Tada, wir haben eine Spitzhacke. Ja, das ist ja ganz nett. Warum bin ich so fröhlich? Quatsch, so fröhlich, so fröhlich. Das hat diese Karre hier von Anfang an gewusst. Als die sich nämlich auf die Seite gedreht hat, die wollte uns damit wirklich nur sagen, lass es, bleib bei mir. Alles vertane Zeit. Aber was soll's? Ich kann's ja nur nicht ändern. Ne? Es ist, wie es ist. Da. So, dann will ich mal das Ding hier reintun. Die Bretter reinbringen, dann müssen wir erst essen und was trinken. So. Gut. So, erstmal essen, trinken. Essen. Essen muss sowieso weg, das Zeug. Trinken. Da können wir uns, wartet mal, 37, 36, 2, eventuell noch ein bisschen was zu essen mitnehmen, denn ich würde sagen, dann lasst uns doch mal zur Mine fahren. Wenn ich die denn überhaupt finde. Das muss ich dazu sagen. Na, wie viel Uhr ist es? Es ist mittags 11:30. In der Mine sind Zombies, ne? Da habe ich mir die ganzen Baumstämme dahin gelegt. Aber nur ein bisschen. Irgendwie einen Baum anzuditschen, ne? Und dann liegt mir gleich auf der Seite. Ja, hier sind wir aber auch nicht richtig. Ne? Joch, nee, hier sind wir ja direkt hinter dem Dings. Na gut. Ja, wie fahren wir denn da? Da vorne sind die Banditen. Geht's vor den Banditen nicht irgendwie eine Straße runter? Da war doch irgendwas. Straße. Wo sind denn die Banditen? Ich sehe überhaupt nichts. Ja, hier geht eine Straße runter. Aber wo geht die hin? Wo geht die hin? Ich kenne mich hier überhaupt da. Nee, nee.
Wenn, dann müssen wir hier lang. Ja, aber dann kommen wir nur hier hin. Und da geht's dann durch den Wald. Ja, da geht die Straße hoch. Also wir müssen hier... Da ist ein Baum. Da liegt unsere ganz tolle Karre. Wo sind denn die Banditen? Wartet mal. Die sind da. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Das Schleueste ist dann wahrscheinlich, dass man sich irgendwie selber so einen Weg baut. Indem man die Bäume abhackt, ne? Ja, da vorne geht es ja schon wieder gleich wieder nicht weiter. Oh, warte mal, doch, da geht's weiter. Da müssen wir nämlich über den Parkplatz hier fahren. Aufgesetzt. Alter. Das Problem ist, Leute. Sind die Banditen. Sag mal, wieso kommt der hier nicht hoch? Ist ja unglaublich. Eigentlich kann man eigentlich den Bären über den Hauben fahren. Ich habe keinen Plan. Da ist er nämlich. Ach nee, der läuft ja weg, ne? Da war doch irgendwas. Sind wir zumindest schon mal heil auf der Straße. Ich weiß nur, dass es ganz da unten ist und dann müssen wir dann rechts rum und dann irgendwo auch wieder einen Berg rauf. Als ich das allererste Mal Mist gespielt habe, habe ich sogar da unten gewohnt. Ne, da waren Felder und da steht dann das Haus halt eben, wo ich gewohnt habe. Weil ich das Haus, wo wir jetzt drin sind, überhaupt noch nicht kannte. So, und wir müssen... Warte mal, wir müssen doch jetzt schon hier rein. Dann müssen wir aber nicht da lang. Wir müssen irgendwie... Okay. Irgendwie... Boah, ich weiß es nicht mehr. Seid mir nicht böse, wenn wir uns jetzt hoffnungslos verfransen, dann ist das eben so. Da sind ganz viele Zombies drin. Und da stehen die Autos. Ja, das ist auch schon richtig. Aber wir müssen... Wartet mal. Da lang. Und dann darüber. Ich
meine, so wäre das gewesen. Da runter zu fahren können wir nicht. Können wir schon, aber da müssen wir nicht hin. Wir müssen hier drüben irgendwo hin. Irgendwo hier ist das. Aber ich halte mich ja auch so oft in dieser Mine auf und von daher weiß ich das nicht mehr so genau. Okay. Wartet mal, wartet mal. Mach mal die Karre aus. Ne, da hoch war das nicht. Das war da hinten. Das war da hinten irgendwo. Da hinten geht der Berg hoch. Oh, jetzt ja, kipp wieder auf die Seite, nur weil du so ein bisschen schräg am Hang stehst. Spacken da, ja. Hätten wir vielleicht doch auf dieser Straße bleiben können. Aber nee, glaube ich nicht, ne? Oder kommt die da hinten um die Ecke? Möglicherweise doch. So, jetzt muss ich erstmal gucken hier. Da würde ich sagen, parken wir hier. Und dann gucken wir hier erstmal. Oder gehen wir gleich runter? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Sind da jetzt hier so Zombies drinne? Laufen die jetzt schon da drin rum? Ansonsten... Da machen wir nämlich jetzt hier mal Saving Game, ne? Weil ich habe echt keinen Bock, von den Zombies platt gemacht zu werden. Ich habe einen langen Weg hinter mir. So, wartet mal. Wunderbar. Was ist das? Zinn. Hier irgendwas abzukrabbeln. Warum sollte man auch im Müll rumwühlen können und was Brauchbares finden oder so? Geht das noch? Da gab es mal so einen Bug oder irgend sowas. Dass man, wenn man die Mine ausgelootet hatte... Und rausgegangen ist und sich ausgeloggt hat und wieder eingeloggt hat, hat es sich alles gerespawnt. Ich weiß nicht, ob das geht. Was? Okay. So, so, so. Hier liegt noch was. Ja, nicht die Welt, ne? Da muss man tausendmal fahren, ne? Bis man da irgend bisschen was zusammen hat, ne? Also tausendmal die Mine besuchen. Fahren vielleicht nicht. Man kann ja draußen ein Zelt aufschlagen oder so. Da, ich bin mal gespannt. Meine Lieben, wie es mit uns hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar oder vielleicht auch ein Abo. Tschüss!